Und so klang's gestern Abend in Erfurt. Der Jedermann, das große Welttheater zur Premiere der 21. Domstufen-Festspiele. Die Geschichte, Sie kennen es ja vom reichen, hartherzigen Mann, den der Tod holt, der nicht sterben will und dem plötzlich bange wird, weil er in seinem Leben nichts Gutes getan hat. Ein altes Mysterienspiel, das Hugo von Hofmannsthal vor 100 Jahren umgearbeitet hat und das seit 1920 zu Salzburg gehört wie die Mozartkugel. Nun der Jedermann in Erfurt, aber nicht als deklamatorische Höchstleistung in altertümlichen Knittelversen, sondern, Achtung, als Rockoper, komponiert von dem Berliner Komponisten Wolfgang Böhmer, bearbeitet und in Szene gesetzt von dem Berliner Regisseur Peter Lund. Sowas angekündigt, eine Uraufführung, die noch bis zum 27. Juli zu sehen ist. Und für uns dabei war unser Thüringen-Korrespondent Jörg Sobiella. Jörg, eine Rockoper, war es das wirklich? Es war mehr Oper als Rock. Der Komponist Wolfgang Böhmer hatte in einer Pressekonferenz im März zwei Hausnummern für das musikalische Verständnis genannt. Bernstein meets Led Zeppelin oder Karl Orff meets einstürzende Neubauten. Bernstein und Orff habe ich ein bisschen gehört, die einstürzenden Neubauten. Und Led Zeppelin haben sich in meinen Ohren dann doch sehr rar gemacht. Und das ist für mich auch die entscheidende Schwachstelle dieses gestrigen Abends und dieser Inszenierung, dass ich die Musik nicht entscheiden konnte, ob sie abrocken wollte oder ob es doch mehr in Richtung Broadway-Musical gehen sollte. Es war von allem ein bisschen zu hören. Mal großer melodramatischer Orchesterklang, der gut für das Thema eines Blockbuster-Sounds gedient hätte, mal auch leicht verrucht angejazzt wie beim James-Bond-Soundtrack. Dann hörte man tatsächlich auch ein bisschen musikalische Nummern in Richtung Offshore-Opernstil. Dann gab es drei oder vier, ich sag mal, mittelharte Rock-Einlagen. Aber um dem Publikum wirklich einzuheizen, war das dann doch ein bisschen wenig. Das Publikum, da muss man wissen, auf diese große Tribüne der Domstufen gehen knapp 2000 Leute und es war auch fast voll. Also das Publikum war dann auch sehr dankbar, wenn es mal rockend zur Sache ging. Die stärkste Reaktion löste ein Song samt Balletteinlage aus, wo Jedermann auf seiner letzten Reise in den Tod sein Geld, den Mammon, mitnehmen will. Diese Nummer, die für mich, naja, sagen wir mal, die wärmste Rocknummer war, die erinnerte, und dann nicht ohne Grund, und zitierte allerdings den legendären Hit Money Makes the World Go Round aus dem Musical Cabaret. Und da weiß man, woher die Hitqualität dann auch ein bisschen kam. Man hatte, Jörg, ja sogar eine Rockband eingekauft, die Band Liedenbrock aus Weimar, die aus Studierenden des Jazz-Instituts der Hochschule für Musik hervorgegangen ist. Die dann leider auch durch den satten Orchesterklang viel zu selten durchdrang und die zwischen zwei Stützpfeiler des Domunterbaus, der Dom schiebt sich ja auf den Domplatz hinaus und hat eine große Terrasse, auf dem er steht, und die wird wiederum getragen von den sogenannten Kavaten, also die zwischen zwei solche Stützpfeiler gepresst waren und auch viel zu wenig musikalisch da dominiert hat. Wenn die Musik Sie nun nicht überzeugt hat, haben es denn die Sänger und Darsteller wenigstens getan? Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu beurteilen bei den Domstufenfestspielen, da ja alle Sänger mit Mikroport ausgerüstet sind und über Verstärker zu hören sind. Andreas Lichtenberger als Jedermann, Brigitte Oelke als Tod, Nadja Machantaff als die Liebste, die drei Hauptfiguren. Diese Liebste, das ist in der Erfurter Version die Buhlschaft, die haben sicherlich ihr Bestes gegeben und auch sängerisch und darstellerisch überzeugt. Man muss ja da immer einen großen Raum bespielen. Das macht es dann auch darstellerisch einigermaßen schwer. Da kann man so mit subtilen Gesten und feinen Gesten wenig machen. Da braucht es manchmal auch dann ein paar grobe Bilder. Mal von den kritischen Einschränkungen zur Musik abgesehen, Jörg, ist doch der Jedermann ein Stück eigentlich passgenau für die Erfurter Domstufen. Also wenn Salzburg das Ding nicht für sich beanspruchen würde, wäre Erfurt vielleicht der ideale Daueraufführungsort? Ja, ohne Frage. Dieses katholische Lehrstück vom Sterbenlernen des reichen Mannes, das gehört auf die Domstufen. Das ist auch dort schon 2000 und 2001 einmal aufgeführt worden und wahrscheinlich auch deshalb jetzt, knapp anderthalb Jahrzehnte später, eine musikalische Fassung, um sich nicht zu wiederholen. Der Regisseur Peter Lund und der Komponist Wolfgang Böhmer haben für ihre Version dieses Hofmannsthal-Stücks streckenweise es auch umgeschrieben, nicht immer zum Vorteil dieses Stückes, das ja ohnehin schon von einer gewissen heiligen Einfalt ist, besonders hin zum Schluss, da wird es dann doch
Johann Wolfgang Goethesch Wirr, der Teufel, schließt nämlich mit Gott wie im Faust noch eine Wette ab, ob er die Seele von jedermann für sich gewinnen kann. Die Liebste landet gretchenhaft, zwar nicht im Kerker, aber auf dem Scheiterhaufen, dramaturgisch für mich völlig unmotiviert. Da ruft ein kleiner Junge, die Verkörperung des kindlichen Jedermann, plötzlich Hexe und zack, lodert das Feuer. Wenn man das mal genau nimmt, ist das auch noch eine gut katholisch-reaktionäre Verteufelung der Sexualität und das in einer Rockoper, naja, sodass dann, und das ist dann nicht mehr Goethe, sondern Wagners Tristan, der Erfurter Jedermann zum Schluss sich mit seiner Geliebten im Tode vereinigen kann. Tod und jenseitiges Glück, das Erfurter Domkapitel und der Weihbischof können über diese ideelle Essenz des Abends durchaus zufrieden sein. Und das alles vor der Kulisse des majestätischen Doms. Und der Severikirche auf der zum Hauptportal aufsteigenden Treppe, das ist ja jedes Jahr wieder ein grandioses Bühnenbild. Übrigens grandioser als das vor dem Salzburger Dom. Und wenn man dann weiß, dass unter den Grünflächen rund um den Dom alte Friedhöfe liegen, dann bekommt dieses Spiel von jedermann, der nicht loslassen kann von seinen irdischen Gütern und nicht sterben will, nochmal eine ganz andere Bedeutungsschwere. Die Kulisse des Doms, die sehr oft mit Lichtinszenierung bespielt wird, blieb gestern Abend und in dieser Inszenierung diskret im Hintergrund. Lichtregie und das Bühnenbild von Hank Erwin Kittel konzentrierten sich ganz auf die Stufen. Kittel hat drei Podeste auf diese Stufen gestellt, wovon aus dem einen sich das silberne Paradiesgärtlein, das jedermann seiner Liebsten kauft, erhebt. Große stilisierte strahlende Bäume, die wie Eisenbahnschranken aus dem Bühnenboden nach oben schwenken. Eine sehr eindrucksvolle Lösung. Erwähnenswert noch die farbig knalligen Kostüme von Ulrike Reinhardt, die unter anderem oder beispielsweise die Dienerschaft des reichen Jedermannes in so gelb-schwarze Kostüme gesteckt hat, die aussahen, also die Diener sahen dann aus wie emsige Bienen. Gestern Abend in Erfurt auf den Domstufen der Jedermann als Rockoper mit wenig Rock oder im Mini-Rock. Jörg Sobiela war das, er war für uns dabei. Jörg, herzlichen Dank.